Heyo Leute, Crimex hier und ich melde mich zurück mit eurer täglichen Dosis GTA 5 von mir und in diesem Video gibt es eben nochmal neue Informationen zu dem Banküberfall DLC und um genau zu sein soll es eben um die Mission gehen, die man dann später bei diesem DLC spielen kann, denn da hat ein Modder eben zwei neue Sachen rausgefunden, also für zwei Missionen, die es dann später geben wird und das wäre einmal für die Mission Prison Break, welche auch schon von Rockstar Games angekündigt wurde und dann eben noch für eine Mission, die eben noch nicht von Rockstar Games angekündigt wurde, jedoch kann man da einiges rausschließen, was ihr jetzt auf jeden Fall gleich sehen werdet und deswegen denke ich auf jeden Fall, dass auch eine Mission nicht nur am Gefängnis, sondern auch am Casino stattfinden wird und warum ich das denke, das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Ja, wie schon gerade eben gesagt, kommen diese Informationen von einem Modder und zwar von dem Modder FunMV2, ein ziemlich bekannter Modder in der GTA 5 Szene, denn dieser hat auf jeden Fall schon einige Sachen veröffentlicht, die dann auch tatsächlich so gekommen sind und deswegen finde ich es auf jeden Fall ziemlich cool. Außerdem werde ich euch auch mal die beiden Karten, die ich euch jetzt gleich im Video zeigen werde, unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr euch das mal selbst genauer anschauen wollt. Ja Leute, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Gefängnis, also mit der Mission Prison Break und dort kann man eben sehen, wie einige Waypoints eingezeichnet wurden und jetzt vielleicht noch um die Frage zu klären, was denn Waypoints sind in diesem Fall und zwar sind Waypoints alles, woran Rockstar Games gerade in dem Spiel arbeitet. Das können einfach Sachen sein, wie zum Beispiel Spawnpunkte für einen Charakter oder auch Waffenspawnpunkte, aber auch Start- und Zielpunkte von einer Mission, heißt das sind auf jeden Fall Punkte, die von einer Mission benutzt werden und bis jetzt gibt es ja, soweit ich weiß, noch keine Mission, die eben im Gefängnis stattfindet und da ja Rockstar Games bereits angekündigt hat, dass es eben eine Banküberfallmission geben wird, die am Gefängnis ist, können wir auf jeden Fall darauf schließen, dass das ein Hinweis ist auf diese Gefängnismission mit dem Namen Prison Break. Ja Leute, wie gesagt, das seht ihr jetzt gerade im Hintergrund und dazu hat der Modder FunMV2 eben noch eine zweite Karte veröffentlicht und da konnte man eben noch solche Waypoints an dem Casino sehen und deswegen würde ich sagen, wir können auf jeden Fall auch darauf schließen, dass auch eine Mission an dem Casino stattfinden wird, was ich persönlich auch ziemlich, ich kann es mir auch persönlich ziemlich gut vorstellen, also ich finde diese Vorstellung auch ziemlich realistisch, denn es wurde ja auch von Rockstar Games angekündigt, dass es glaube ich über 20 Banküberfallmissionen geben wird und da könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass man vielleicht bei einer Mission auch das Casino ausrauben muss und dieses ist ja bis jetzt leider noch nicht in dem Spiel drin, aber wie ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt, sind dort eben auch einige Waypoints in das Spiel eingefügt worden und deswegen denke ich mal, wir können auf jeden Fall auch darauf schließen, dass man vielleicht so eine Heist-Mission im Casino spielen kann, fände ich auf jeden Fall ziemlich cool, wenn es dann vielleicht auch noch das Casino im freien Modus geben würde, dass man vielleicht endlich mal mit seinen Freunden im Online-Modus Poker spielen könnte oder so, fände ich auf jeden Fall eine richtig geile Idee. Ich meine, wer meinen Kanal schon etwas länger abonniert hat, der wird auf jeden Fall wissen, dass ich mir wirklich schon Ewigkeiten ein Casino wünsche und deswegen hat es mich auf jeden Fall richtig gefreut, dass man jetzt solche Waypoints auch im Casino gefunden hat. Fände ich auf jeden Fall, wie gesagt, richtig gut. Und um jetzt vielleicht am Ende wirklich nochmal zu klären, also Waypoints sind, wie gesagt, solche Sachen, die bei einer Mission verwendet werden. Solche Sachen findet man zum Beispiel auch bei Missionen, also bei ganz normalen Deathmatches oder so. Waypoints können wirklich alles sein. Das können Waffenspawn-Punkte sein, das können Charakterspawn-Punkte sein oder auch Start- und Zielpunkte von einer Mission. Und da das jetzt eben im Zusammenhang mit dieser Prison Break Mission rausgefunden wurde, denke ich, wir können wirklich darauf schließen, dass es eben auch so eine Casino Mission bei dem Banküberfall DLC geben wird. Ja Leute, das ist auf jeden Fall mal meine Meinung dazu. Wie gesagt Leute, der Link zu den beiden Karten ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung zu finden und schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was denkt ihr, was erwartet uns da noch mit dem Casino und mit dieser mit dieser Prison Break Mission. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt und dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button für einen größeren Bizeps und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex.